Einen wunderschönen guten Abend zur neuesten Folge des Lebe Mutig Live Podcasts. Der Podcast, in dem wir mutige Macher interviewen, die in ihrem Leben die ein oder andere extrem mutige Entscheidung getroffen haben und deshalb heute auf ihre Art und Weise in ihrem Gebiet extrem erfolgreich sind. Und du hast jetzt natürlich, wenn du live dabei bist bei Facebook, die nie wiederkommende Möglichkeit zu interagieren. Das heißt, du kannst Fragen stellen an meinen heutigen Gast, die ich direkt weiterleiten kann, noch hier im Interview. Und ich freue mich, wenn du denkst, das könnte mein Thema werden. Das klingt spannend von der Ankündigung her. Teil gerne das Video jetzt, dass ganz viele mit dabei sein können. Und vor allem, lass uns doch mal einen Daumen hoch da oder ein Herzchen, ob du uns gut hören und gut sehen kannst, und schreib uns gerne mal in die Kommentare, von wo du uns gerade zuschaust. Wir sind nämlich hier gerade in Kaiserslautern, wie ich eben fälschlicherweise sagte, im Saarland und schon korrigiert wurde, natürlich noch in der Pfalz bei den Pfälzern. Und mein heutiger Gast ist so unfassbar vielseitig, dass es schwierig fällt, das jetzt wirklich alles aufzuzählen. Er ist erstmal von Haus aus Rechtsanwalt und hat da seine Expertise, ist aber sehr, sehr geübter und erfolgreicher Mediator, ist selber als Trainer aktiv und lehrt Verhandlungstechniken und Verhandlungstaktiken und ist gerade was die Kommunikationswissenschaften angeht unfassbar belesen, geschult und ausgebildet bei den besten Mentoren, die man sich weltweit so zusammensammeln kann. Und ja, ich freue mich wahnsinnig auf das Gespräch und auf die ganzen spannenden Inhalte mit meinem heutigen Interviewpartner Christian Wermke. Hi. Hallo Christian, schön, dass du da bist. Wir sitzen ja auch bei dir hier in der Kanzlei, genau. Gerade in Kaiserslautern. Das Spannende ist ja, dass dein Kollege oder Partner hier in der Kanzlei mich ja auch steuerlich vertritt und du, was die Rechtsgeschäfte angeht, und ihr seid ja auch im Begriff, gerade eure Marke dahingehend aufzubauen, zu spezialisieren, auch für die Speakerbranche, Trainerbranche. Mhm. Das ist ja was, wo ihr eine ganz, ganz große Expertise habt, auch weil du selber Trainer bist. Und dementsprechend ist es spannend, auch dieses Gespräch mal hier so zu führen, weil ich glaube, auch viele Trainer und Speaker hier immer fleißig zuhören, uns damit Sicherheit viele spannende Themen gibt, weil ich gerade die Themen Kommunikation, Mediation und das, was du so machst, sind auch extrem spannende Themen. Zum Einstieg stell dich doch vielleicht kurz selber vor und wie kommt es zu dieser ganzen Vielfalt bei dir, bevor wir so ein bisschen in die Themen einsteigen? Mhm, sehr gern. Ja, also muss ich fast ein bisschen ausholen bei dem, was du alles schon über mich erzählt hast, um das zu rechtfertigen. Also letztlich fing es an, dass ich 97 Basketballschiedsrichter wurde und in der Eigenschaft Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland bereisen durfte und einfach unglaublich viele Menschen kennengelernt habe und wusste, ich will unbedingt später einen Beruf haben und einen Beruf ausüben, in dem ich sehr, sehr viel mit Menschen zu tun habe. Dann kam die Entscheidung, Lehramt oder Jura. Mhm. Ich habe mich dann für Jura entschieden, was auch die richtige Entscheidung war. Macht Riesenspaß. Nur eins hat mir gefehlt. Und das war die Arbeit mit Menschen. Mhm. Also neben der Arbeit mit Menschen als Jurist, die menschliche Arbeit, ja, mit dem Mandanten. Weil in Sachen Sozialkompetenz beziehungsweise professioneller Kommunikation, professioneller Konfliktbearbeitung war im Jurastudium nicht viel gegeben. Oder es gab einzelne Seminare, die dann vielleicht ausgebucht waren, aber es gehört eben nicht zum Pflichtstoff. Und da habe ich mich dann angefangen zu interessieren, was gibt es noch? Habe über die Fernuni Hagen Mediation studiert, habe dort dann Blut geleckt, bin in die Coaching-Szene reingerutscht, habe da auch festgestellt, oh weh, da gibt's ganz, ganz viele Anbieter, da muss man auch wieder aufpassen, an wen gerate ich, welche Haltung transportiert jemand, der da ausbildet oder der da coacht. Und habe mich da 5 Jahre lang ausbilden lassen, bin jetzt auch NLP-Trainer, habe mich da mit dem neurolinguistischen Programmieren befasst, mit einem sehr systemischen Ansatz. Ja, und weil mir wichtig ist, nicht nur dich oder andere Mandanten zu verstehen, weil das ist mir sehr, sehr wichtig, erstmal den anderen zu verstehen, habe ich dann eben auch noch die Auftraggeberseite studiert und Personalentwicklung draufgesetzt, weil ich habe einfach festgestellt, wenn ich mich mit Menschen ernsthaft befassen will, dann geht das nur übers Verstehen. Ja. Denn sonst redet man aneinander vorbei. Definitiv.
Du kannst ja, wenn wir in der Kommunikation sind, als Sender nur in der Sprache deines Gegenübers sprechen, wenn du sie wirklich verstanden hast. Genau, so ist das. Ja, eine Grundvoraussetzung, dass ich so ein bisschen weiß, wen habe ich mir gegenüber und wie tickt der und wie muss ich mich ausdrücken, dass er es versteht. Wieso ist gerade dieses Thema, weil du bist ja wirklich extrem intensiv rein, hast ganz, ganz viele Studiengänge gemacht, Ausbildung, wie ich selten bei jemandem gesehen habe, da Wissen aufgesogen in dem Bereich. Wieso ist dieses Thema für dich persönlich so spannend und so interessant, dass du da so eine hohe Expertise dir auch aneignen wolltest? Grundsätzlich bin ich sehr, sehr extrovertiert. Also liebe es sowieso zu kommunizieren. Und da ich einfach in meinem Leben auch den einen oder anderen Konflikt schon hatte, habe ich mir überlegt, wie komme ich da raus und wie schaffe ich es, Konflikte zu vermeiden oder aus, ich sag mal, selbst wahrgenommenen Notsituationen mich so rauszumanövrieren, dass ich da keinen Schaden erleide oder einen möglichst geringen Schaden. Und heute kann ich halt sagen, ich kenne die Tools, ich gehe sehr, sehr viel in die Reflexion. Selbstreflexion ist für mich eins der wesentlichen Merkmale, sich überhaupt irgendwie zu entwickeln und weiterzukommen. Wer meint, dass er alles kann, der ist einfach fehl am Platz, weil es kann niemand alles können. Und jeden Tag lernen wir was Neues dazu. Und wenn wir uns halt nicht die Zeit für uns nehmen, dann wird das auch nichts. Ja. Und das war so mein Ansatz, mich da tiefergehend mit zu befassen. Heute kann ich sagen, ich liebe Konflikte und am besten die von anderen und versuche mich da einfach seriös und angemessen mit zu befassen und zu helfen, dass andere den Weg gehen können. Ja, wie schon der große Oliver Kahn 1994 im leicht angeheiterten Zustand bei der Meisterfeier sagte, wer meint etwas zu sein, hat aufgehört, etwas zu werden. Ich kann nur, ein Oliver Kahn interessiert das nicht. Genau. Das heißt, du hast auch noch ein erfolgreiches Business als Imitator. Nein. Nee, das ist, hat er aber wirklich damals im leicht angeheiterten Zustand mal von sich gegeben. Jetzt ist so diese, also das ist sowas, das frage ich mich immer mit meinem abgebrochenen BWL-Studium, was ist eigentlich ein Mediator? Ich kann mir da eigentlich überhaupt nichts drunter vorstellen und fand das schon immer mal spannend, mal zu erfahren, was macht denn so ein Mediator eigentlich? Ja, das ist eine gute Frage, die, glaube ich, viele auch teilweise missverstehen, was so ein Mediator macht. Mhm. Also schon mal nicht und sowas, weil sonst wäre ein T in der Mitte. Ja. Also wir machen keine Meditation. Und gleichzeitig ist es halt so, der Begriff Mediator ist nicht geschützt. Mhm. Das heißt, im Prinzip kann sich fast jeder so nennen, der ein Tagesseminar macht oder halt ein Studium an der Fernuni Hagen, so jetzt wie ich. Und die Kunst ist eben die, ein Mediator ist dafür da, als neutraler, ich würde mal sagen, Prozessleiter als Leiter eines Prozesses, die Streitparteien durch den Prozess zu geleiten, ohne aktiv Einfluss zu nehmen. Also neutral zu sein, das Ganze muss für die Parteien auch freiwillig sein. Ich darf keinen Druck ausüben, ich darf keine Lösungen in den Mund legen. Oft ist es ja so, man sitzt im Konflikt und denkt sich so, ich weiß doch die Lösung, ja, aber man darf sie nicht rausgeben, weil für die Nachhaltigkeit einer solchen Konfliktbearbeitung ist es halt wesentlich, dass die Parteien draufkommen. Und hier eben zu schauen, dass hier Selbstbestimmtheit vorliegt der Parteien, dass die Lösung erarbeiten. Das heißt, sich selber auch ein Stück weit zurückzunehmen, ist dann auch extrem wichtig wahrscheinlich. Genau, und da musste ich für mich diesen Knopf finden, dass ich meine Extraversion so ein bisschen ausschalte. Wollte gerade sagen, also als jemand extrovertiert ist, hier der Delfin mit den Bunden, das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber seine Socken haben irgendwie 18 oder vielleicht dritte, genau. Ein bisschen Socken, Spaß, ein bisschen Delfin muss sein. Ein bisschen Delfin muss sein, wahrscheinlich gar nicht so einfach, oder? Nee, ist gar nicht einfach, aber ich lieb's. Weil ich habe für mich eine Haltung entwickelt, in der ich absolut jeden Menschen respektiere und ernst nehme. Und mir der Mensch wichtig ist. Das war auch mit ein Grund, dass meine drei Freunde und ich uns selbstständig gemacht haben, einfach um unseren Weg gnadenlos straight durchzuziehen. Und uns ist es wichtig, dass die Leute sich bei uns wahrgenommen fühlen. Und das ist eben auch in der Mediation in dem Fall so. Ich mache das ganz oft, gerade wenn ich jetzt zum Beispiel ältere Paare, die sich trennen wollen oder so. Also klassischer Fall, Unternehmer hat vielleicht keinen Ehevertrag gemacht, dann will er sich von seiner Frau trennen oder sie sich von ihm. Und bevor der Rosenkrieg so richtig losgeht, findet er mich vielleicht oder sie. Und dann kommt erstmal das erste Argument, ey, sie sind doch noch so jung. Ja, so, sie sind doch noch so jung.
Und da biete ich dann halt immer so eine Art Casting an, dass ich halt sage, komm, wir machen zum Festpreis einen Termin. Sie kommen beide vorbei. Wir fangen schon mal an. Wir hören uns an. Sie dürfen mir alle Fragen stellen, die Sie mir fragen, die Sie mich fragen wollen. Ich werde jede Frage beantworten, entweder hier im Raum oder nachträglich, wenn ich es gerade nicht kann. Wenn es eine Wissensfrage ist, wenn ich es nicht weiß oder so, vielleicht kommt der auch mal vor. Was vermutlich unwahrscheinlich ist, aber. Naja, so. Doch schon. Ja, Fangfrage. Ja, Fangfrage. Das Marketing wäre es gut, wenn ich es vielleicht sage, so, ja, ich weiß alles. Ja. Aber es ist auch gut zu wissen, was man nicht weiß. Weil ich finde auch das Marketing wesentlich authentischer und wesentlich besser, weil musst du ja nicht alles wissen. Das höre ich auch manchmal. Es ist doch auch so, gerade heutzutage, man kann sicherlich sich alles aneignen irgendwie, aber ich finde es ganz, ganz wichtig, zur Not auf Kooperationspartner zurückzugreifen oder sich es anzulesen nochmal. Und dann machen wir unser Casting und bislang ging es dann auch immer weiter. Aber das ist mir halt wichtig, diese Unverbindlichkeit, weil wenn ich kein Vertrauen herstellen kann zu den Leuten, dann wird es auch nichts, dann wird das Ding scheitern. Ja. Es ist eine spannende Arbeit, glaube ich, gerade wenn du so Ehepartner, dann hast du schon ein paar Ehen retten können auch oder ging es dann doch immer in die Binsen? Nee, retten nicht. Also ich habe meistens Trennungsmediationen, aber die dafür sehr erfolgreich. Okay. Also ich hatte beispielsweise eine Situation, 5 Jahre Rechtsstreit schon und dann sind die bei mir gelandet, einfach aus der Not heraus, dass interfamiliär sich was getan hat, was sich Enkelkind nennt. Ja. Und dann die Angst da war, wenn wir uns weiter so verhalten, wie wir es schon immer gemacht haben. Interfamiliär ist übrigens ein Wort, das nur Anwälte benutzen. Oh, Entschuldigung. Sorry. Ich bessere mich. Alles gut. Soll ja authentisch bleiben. Ja, die Eule ist in mir drin. Aber eben auch der Delfin. Und dann war die Angst da. Vielleicht dürfen wir uns Enkelchen nicht sehen oder so irgendwas. Und aus dieser Not heraus, das ist wie bei Glaubenssatzarbeit, wenn der Schmerz groß genug ist oder bei Change-Arbeit, dann geht man es auch an. Und dann haben die es angegangen und wir haben glatte 2 Monate gebraucht mit 5 Sitzungen à 2 Stunden. Und dann waren wir durch. Und das ist der Knackpunkt und das zeigt auch wieder, dass bei all dem Spaß so ein gewisses Einfühlungsvermögen einfach dringend erforderlich ist. War es letztlich so, in der 4. Sitzung, er sagt plötzlich genau den Satz, den sie hören wollte. Ein Aufschrei, Tränen und sie sagt den Satz, den er hören wollte. Und mir läuft's kalten Buckel runter. Er hat Pipi in den Augen, sie heult, ich habe Pipi in den Augen. Und dann war Stille. Weiß nicht wie lang, 10 Sekunden, 20 Sekunden, egal. Und danach haben wir gearbeitet. Und es hat funktioniert und wir waren nach 2 Monaten durch. Wesentlicher Faktor war aber auch, dass wir von Anfang an den betreuenden Anwälten Regeln gegeben haben. Weil ich liebe meine Zunft und ich mag jeden Kollegen, der seinen Job seriös wahrnimmt. Nur gerade im Familienrecht und dann in den Mediationen, die ich dann begleite, neben den Anwälten, also ich bin da nicht in der Rolle des Anwalts da, erlebe ich einfach oft, dass da manchmal die Kollegen sitzen mit dem Feuerzeug am Benzinkanister und das ist nicht hilfreich. Ja. Und dann mache ich das Standard-Flipchart, die Medianten, so nennen sich die, formulieren ihre Regeln, wie die Anwälte untereinander umgehen sollen und im Schriftsatz. Und dann wird das von beiden unterschrieben, abfotografiert und den Rechtsanwälten geschickt. Und da kam bisher noch nie eine Reaktion, außer die, dass die Schriftsätze plötzlich deutlich angemessener waren. Sehr, sehr spannend. Sehr, sehr spannend von der Dynamik her. So ein bisschen Regelwerk hilft ja in den meisten. Nennen wir es Ehrenkodex. Bin ja selber auch als Schiedsrichter auf deutschen Fußballplätzen unterwegs, so eine Regeln einzuhalten oder das Regelwerk überhaupt zu haben, ist doch schon was hilft. Und gerade wenn man es dann auch vernünftig kommuniziert und auch die Regeln mal zugunsten der Parteien auslegt und die merken, man ist auf deren Seite und nicht gegen die. Das ist, glaube ich, immer das Entscheidende. Ne? Gerade dieses Fingerspitzen. Ja, dieser Anwalt mit dem Feuerzeug am Benzinkanister, der ist ja irgendwie immer so gegen alle gefühlt. Und hauptsächlich für sich selber, nämlich die Summe in die Höhe zu treiben, an der er am Ende auch bezahlt wird wahrscheinlich. Und nicht so wirklich. Du erwartest jetzt keine mimische Reaktion. Nein, oder natürlich so von mir, nicht. Ne? Das ist ja, du kannst ja nicht gegen deine Zunft irgendwas. Nee, ich muss auch klarstellen, es gibt einfach Konflikte, da muss man auch mal die Brechstange rausholen. Ja. Brechstange, ich bin Pfälzer, manchmal SCH statt CH. Man muss die Brechstange manchmal rausholen und muss dann auch wirklich auf einer Sachebene sehr, sehr hart verhandeln. Ja. Absolut. Ja. Aber ich denke, ich bin überzeugt davon,
Persönliche Beleidigungen, Unterstellungen, die nicht nachweisbar sind, die gehören in keinen Schriftsatz hinein, denn sie sind nicht hilfreich. Ja. Und das schafft einfach nicht jeder. Das mit Sicherheit. Das ist, kann ich auch das Mediieren klappt auch aus persönlicher Erfahrung gut. Wir arbeiten jetzt noch gar nicht so lange zusammen, hatten jetzt aber schon einen gemeinsamen Fall gegen meinen ehemaligen Steuerberater, den ich natürlich nicht hier namentlich nennen werde. Aber ich irgendwann so weit war, dass ich sagte, Christian, jetzt irgendwas musst du jetzt machen, ansonsten fahre ich jetzt mit der Axt nach Mainz und gehe da einmal durch die Kanzlei und danach steht kein Tisch mehr, weil ich platze gleich. Das hat er natürlich erstens nicht ernst gemeint. Ja, natürlich. Und zweitens habe ich ihn da sehr schnell runtergeholt, weil... Wir sind live, alles klar. Ich durfte da nie drüber sprechen, deshalb nur er hat drüber gesprochen. Ja, definitiv. Das ist, darum sage ich es. Sehr, sehr, okay. Darum, sag ich aber, dass du es dann auch geschafft hast, dann auch dann den Mandanten zu beruhigen und zu sagen, kriegen wir alles hin, weil es ist ja manchmal du schon so denkst, ey, Alter, was eigentlich hier, dann irgendwann treibt es dir wirklich so die Weißglut in die Augen, wenn dann Menschen sich so blöd quer und sonst was stellen. Mhm. Und ich glaube, das gibt's ja gerade so in deiner Zunft auch mal gerne, dass dann ja da so auf dem Paragraphen rumgeritten wird, so im Allerkleinsten, was aber halt nicht lösungsdienlich ist. Hast du da für weil ich glaube, Konfliktsituationen gibt's ja an jeder zwischenmenschlichen Art und Weise, und mal weg jetzt von Anwälten oder Steuerberatern, sondern einfach hin zu den normalen Konflikten des Alltags. Hast du da so einen Tipp, den jeder einfach und schnell umsetzen kann, um in solchen Konfliktsituationen es nicht immer hochkochen zu lassen? Ja. Und der ist auf alles anwendbar. Und der kommt aus der Verhandlungswissenschaft. Und also das ist ein Tipp neben vielen. Und gleichzeitig finde ich den sehr, sehr wertvoll. Nämlich die Frage oder der Unterschied, was ist also professionelles Verhandeln. Mhm. Letztlich geht es ja in einem Konflikt darum, wie verhandle ich hier eine Lösung? Mhm. Und vielleicht noch einen Schritt vorher, deine Wut damals. Mhm. Mit einem Wütenden kann man nicht verhandeln. Nee. Das geht nicht, weil du bist in so einer Röhre gefangen und du siehst nicht oben, nicht unten, nicht links, nicht rechts. Und da ist es erstmal wichtig, jemanden aus dem Gefühl rauszukriegen. Ja. Aber das schaffst du im Zweifel nicht mit deiner normalen Ausbildung. Dazu musst du dich weiterbilden im Bereich Kommunikation, einfühlsames Verstehen. Das klingt dann immer so einfühlsames Verstehen und damit mit Watte und Strickzeug und so. Nein, das ist was total Wertvolles, Wichtiges, ja. Und dann erstmal denjenigen rausholen wieder also so State Management. Da gibt's ja ganz viele Sachen auch aus dem Coaching. So, und dann den Konflikt betrachten. Und wenn das jetzt ein Konflikt ist, es geht genau um eine Sache und sonst um nichts. In Gottes Namen, da musst du dich streiten. Ja. So, jetzt gibt's aber auch Konflikte, da geht's um mehr als diese eine Sache und diese eine Sache ist vorgeschoben und das nennt sich in der Konfliktschlichtung eben eine sogenannte Position. Und jetzt nehmen wir mal an, vielleicht kennen viele die Geschichte von den zwei Mädchen und der Orange. Nehmen wir mal hier, das ist die Orange, da ist hier ein Mädchen und da ein Mädchen. Ja. So, ich bin gerne und die streiten sich um die Orange. Ja. Und jetzt ist es ja, wenn man jetzt sagt, was machen wir am besten? Und dann bietet sich ja an zu sagen, hey, wir teilen die in der Mitte. Mhm. Und dann kriegt jeder eine Hälfte. Oder die eine ist älter, haut der Kleinen auf den Kopf, nimmt sie sich ganz. Oder die Kleine rennt zur Mama und sagt, die ist so blöd. Und dann nimmt die Mama die Orange und gibt sie der Kleinen. Mhm. So. Und das Teilen ist es der Kompromiss. Und der ist super wertvoll, weil früher haben wir uns mit der Keule auf den Kopf gehauen. Und da ist der Kompromiss heutzutage eine tolle Sache. Mhm. Und jetzt kommt's, der ist oft faul, der Kompromiss. Nämlich dann, wenn ich eine interessengerechte Lösung finden kann, die einfach besser ist als der Kompromiss. Mhm. Und das geht, indem man ein Fragewort stellt. Achtung, jetzt ganz aufpassen. Wozu? Die eine Schwester hätte ja fragen können, wozu brauchst du die Orange? Mhm. Und da hätte die gesagt, ja, ist doch klar, ich will die essen. Mhm. Und dann fragt die andere, ja, wozu brauchst denn du die Orange? Und dann sagt die, ja, ist doch klar, ich will einen Kuchen backen, ich brauche die Schale. Mhm. Und da frage ich mich, wie interessengerecht es ist, die Orange zu teilen. Mhm. Gar nicht. Ja. Vorher 50% und jetzt kriegt die eine die ganze Schale, die andere das ganze Fruchtfleisch. Also haben beide 100% und wie so krass clever. Ist denn das? Und das ist Win-Win. Und nur das, es gibt Menschen und die, das Einzige, wenn ich jemand bekehren will heute, dann die sagen, Win-Win wäre, wenn man eine gute Verhandlung hatte und geht zufrieden raus. Das ist Bullshit. Win-Win ist, wenn ich
beispielsweise ein mögliches Ergebnis habe, eines Konfliktes oder einer Verhandlung, und ich schiebe das Ergebnis beiseite und sag so, und jetzt lass mal gucken, ob wir ein Ergebnis finden, das entweder nur einen von uns besser stellt, nicht auf Kosten vom anderen, oder das uns beide besser stellt. Ja. Und das ist eben ganz oft da. Mhm. Und im Konflikt, da interessieren wir uns für uns. Ja. Und sobald wir uns für das Wozu interessieren, des anderen, kommen wir hinter die Position, nämlich zu den Interessen. Mhm. Und das ist interessenorientierte Konfliktlösung, interessenorientiertes Verhandeln. Und diese Kurve zu kriegen, das darum geht's. Ich überlege gerade, wie kann man das lösen? Zwei Männer streiten sich um eine Frau. Wie kann man diese wozu fragen? Ich habe aber komische Bilder im Kopf. Du findest eine zweite Frau. Das ist ja, sie ist Zwilling. Aber das ist ein anderes Thema. Nochmal der Hinweis an alle, die jetzt live dabei sind bei Facebook. Ihr dürft gerne eure Fragen hier an Christian stellen in den Kommentaren und ich gebe die weiter. Wenn du jetzt natürlich bei YouTube zuschaust oder bei iTunes oder Spotify zuhörst, ist nicht mehr live, kannst du nicht keine Fragen mehr stellen, die ich weiterstellen, das ist klar, ist dann doof. Aber gerne in die Kommentare, also bei YouTube gibt's ja Kommentare, kannst du was reinschreiben oder auch ansonsten einfach mal eine Message schicken, wie ihr Christian finden könnt. Das beantworten wir am Ende dieser Episode. Jetzt hast du es ja eben schon angesprochen, du warst mutig. Du warst mutig mit deinen drei Freunden, ihr seid quasi die vier Freunde. So sieht's aus, ja. Ohne Hund. Freunde, ja. Doch, wir haben auch einen Hund, einen Kanzleihund, ja, der Fred. Der Fred, also vier Freunde und Fred und habt eure eigene Kanzlei gegründet für Rechts- und Steuerberatung. Noch keine, ich habe keine Beratung vergessen, oder? Ja, Wirtschaftsprüfung, Consulting, aber passt. Auch noch, das ist schon alles, was damit zusammenhängt halt, ne? Ergänzt sich ja gut. Ja, genau, das Ganze. Also... Genau. Ja, ja. Im Detail dann Unterschied, aber genau, das sind die Themenbereiche. Jetzt, ne? Genau. Das ist, dafür gibt's eine Webseite, kommt auch in die Shownotes, kann sich jeder angucken. Und ihr wart ja vorher alle angestellt. Yep. Und seid jetzt seit wie lang? Einem Jahr, glaube ich, gut einem Jahr. Fast einem Jahr. Fast einem Jahr. Jetzt Unternehmer, habt die eigene Kanzlei gegründet, was ja auch schon immer ein Schritt ist, der Mutes bedarf. Wie kam es dazu und was hat euch angetrieben zu sagen, wir wagen den Schritt ins Unternehmertum? Ja, das ist eine sehr, sehr gute, berechtigte Frage. Also wir waren halt etliche Jahre angestellt. Mhm. Also ich als Rechtsanwalt und meine zwei meiner beiden Partner als Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, die auch Wirtschaftsjuristen sind, und der vierte im Bunde ist Steuerberater. Und haben einfach mit der Zeit und über die Entwicklung, die eigene Entwicklung, also wir sind alle sehr, sehr lernwillig, wir bilden uns weiter, wir wollen dahinter blicken, und gleichzeitig ist uns das Thema Emotion und das Thema Wertschätzung und Haltung allen Vieren unglaublich wichtig. Und für uns war es letztlich so, dass wir in unserer Tätigkeit als Angestellte das Gefühl hatten, nicht das umsetzen zu können, wie wir unseren Beruf leben wollen. Also das ist letztlich ein Identitätskonflikt, würde ich sagen. Und wenn du dann halt irgendwie, und so finden sich dann auch die Menschen, und hätte ja auch sein können, dass die anderen sagen, nö, gefällt mir nicht, aber ich mache weiter oder so irgendwie, ne? Aber nee, wir haben uns dann einfach gefunden und haben eine gemeinsame Basis gefunden, wie möchten wir beraten? Welche Chancen, welche Ziele haben wir für die Zukunft? Das war auch unser aller Ziel, irgendwann auch mal selbstständig zu sein. Also wir wollten nicht jeden Tag im Büro und zur selben und so weiter. Ja, Selbstverantwortung übernehmen für die Menschen und so viele Gespräche, Spinnereien. Dann hat man mal gedacht, hey, wir könnten dann so erstmal Haus abzahlen oder so. Ja, wir haben alle Familie und da kommen dann auch die Ängste dazu. Ja, was passiert, wenn? Und letztlich war aber vollkommen klar, wir werden, warum auch immer, nicht glücklich. Und ich bin fest davon überzeugt, wenn du auf Dauer nicht glücklich bist bei dem, was du ja etliche Jahrzehnte machst, dann hört's halt irgendwann auf. Ja? Und ich habe mir halt mein Glück gesucht in ganz, ganz vielen Weiterbildungen eben, die ich parallel gemacht habe. Ich meine, man fliegt halt nicht einfach mal so für einen Intensivkurs nach Boston an die Harvard University, sondern das kostet halt Asche, die ich alles komplett selbst bezahlt habe, weil ich halt Weiterbildungen gehalten habe. Ja. Und aber am Ende vom Tag, ich glaube mittlerweile fest daran, kommen dann eben auch die Menschen, die man haben möchte. Und ich habe jetzt auch festgestellt, du hast es vorhin angesprochen, mit dem
Bereich Trainer vertreten, Keynote-Speaker vertreten, Coaches vertreten. Ich glaube, es ist einfach, es gibt keinen Fachberater für Coaches und Keynote-Speaker und Trainer. Mhm. Nur wenn du das nicht bist, dann hast du nicht dann kennst du nicht den Spirit, der auf diesen Lehrgängen passiert, oder dann weißt du nicht, wie solche Abläufe sind und mit Tag vorher anreisen und tralala und was weiß ich was, Vorbereitungszeit, hast du nicht gesehen, was es da alles zu beachten gibt. Und das kennen wir halt einfach. Und ich glaube, das ist so eine Nische und so eine Branche, wo auch dem Trainer auch die gewisse Wertschätzung entgegengebracht wird. Ja, ich verstehe dich, ich weiß, was du machst. Ja, ich kann das komplett nachvollziehen, auch vielleicht die Probleme, die es teilweise mit sich bringt, viel besser verstehen, als jetzt jemand, der nicht aus der Branche kommt. Ja. Und das ist halt ein Anliegen. Und also das war mein Anliegen natürlich. Und insgesamt das Spaß auch zu haben auf der Arbeit. Also wir können das, was wir tun. Also nicht nur bunte Socken, sondern... So sieht's aus. Die bunten Socken sind mein Spaß und die bunten Schnürsenkel. Ja. Einfach zu wissen, dass man Sachen kann, auch zu wissen, was man nicht kann. Dafür haben wir uns wirklich tolle Kooperationspartner gesucht, weil dann können wir trotzdem guten Gewissens jemand empfehlen, der eine ähnliche Haltung hat wie wir. Und es war die beste Entscheidung meines Lebens. Mhm. Ich kann auch sagen, unseres Lebens, das gemacht zu haben. Und wenn ich so zurückdenke, jetzt die letzten 10 Monate, ist das auch echt ein berührendes Gefühl, weil das ist nicht einfach, sich selbstständig zu machen und dann noch in der Branche und dann auch noch, wenn man bedenkt, wo man herkommt. Und das ist alles tough. Mhm. Du hast ja von diesen Ängsten gesprochen, die da auch hochkommen. Alle haben Familie, vielleicht ein Haus abzubezahlen, Verpflichtungen. Wie bist du für dich mit diesen Ängsten umgegangen und wie hast du dann diesen Mutknopf gefunden, um zu sagen, okay, scheiß mal auf die Ängste. Ich bin jetzt mutig und ich ziehe das jetzt durch. Ich habe den Mutknopf gefunden durch eine krasse Situation, bei der ich aber festhalten will, die hat ausschließlich mit mir zu tun. Ich hatte vor einigen Jahren das Thema Gehaltsverhandlungen und das hat mich sehr, sehr beschäftigt, da das für mich in dem Moment ein bisschen existenziell war, weil das zweite Kind auf dem Weg war und so weiter und das Gehalt natürlich ist natürlich immer zu wenig aus Arbeitnehmersicht, aber das war es in dem Fall für mich und die Verhandlungen haben sich einfach gestreckt, warum auch immer. Und ich habe dann plötzlich festgestellt, irgendwann im November, ich habe übelste Bauchschmerzen. Hab Schmerztabletten genommen, monatelang, war beim Arzt, Bluttest, alles super, CT gemacht, Magenspiegelung gemacht, Darmspiegelung gemacht, alles gemacht. Und die Ärzte sagen immer, hey, du bist top gesund, alles wunderbar, klasse. Ich habe mich nur nicht so gefühlt, ich habe immer noch die Schmerzmittel genommen. Und am Ende vom Tag war es eine, ich nenne es mal unfachlich, eine explodierte Laktoseintoleranz. Mhm. Und ich habe vorher nur ewig Käse gegessen, Pizza, Milch getrunken, was auch immer, ja. Mhm. Und dann hat sich das Ganze, nachdem die Gehaltsverhandlungen abgeschlossen waren, nach einigen Monaten und so, aber das hat sich gelegt, der Druck war raus, das Kind war auf der Welt, gesund und dann plötzlich konnte ich wieder Käse essen und ich konnte wieder Milchprodukte zu mir nehmen und die Laktoseintoleranz war weg. Und das fand ich krass, weil ich habe schon oft gehört von Burnout und tralala und ich glaube, auch als Arbeitsrechtler in vielen Fällen ist das vielleicht auch ein bisschen nicht immer so, wie man es wahrnimmt. Ja. Also Burnout ist nicht Burnout. Deswegen gibt es da auch keine richtige rechtliche Definition oder so für. Aber ich habe gespürt, was eine psychosomatische Erkrankung ist. Und dafür bin ich heute dankbar, weil ich kann es heute in Coachings einbauen und in Beratungen, weil ich weiß, wie scheiße man sich fühlt, wenn man sowas hat. Und gleichzeitig war es halt eine absolute Enderfahrung, ja, und gar nicht lustig. Und seitdem hat es halt angefangen, dass es in meinem Kopf gegoren hat, Spielereien, Ideen, aber wurde halt nie konkret. Und dann irgendwann, klar, ist es dann so weit gekommen. Aber da habe ich diesen Schalter so für mich gefunden. Mhm. Und du hast ja gefragt mit der Gründung dann der Mutschalter. Das war einfach der, dass ich eine wahnsinnsklasse Frau habe, die sehr intelligent ist. Als Wirtschaftsmathematikerin können wir nicht über alles reden. Also sprich über alles von mir, nicht über ihren Job, weil Wirtschaftsmathe kann man nicht so drüber reden. Aber meine Frau ist absoluter Wahnsinn und ohne ihren Halt
hätte ich den Mut nicht gehabt, weil ich bin auch jemand, für den halt Familie unglaublich wichtig ist. Ja. Und wenn ich da nicht wüsste, dass es da diesen Halt gibt, hätte ich das Ganze vermutlich nicht gemacht oder mit ganz großen Bauchschmerzen. Und mein Mutschalter war aus meiner Coaching-Ausbildung Submodalitätenarbeit. Auf Deutsch? Das bedeutet, du kannst dich, deine Welt, wie du sie siehst, verändern mit einem Klick in deinem Kopf. Genau. Gedanken erschaffen Realität. So ist das. Und dann sagst du halt einfach, dann machst du irgendwelche, das ist Wahrnehmung, ja? Also ihr seht eine Situation auf eine Art und Weise, wie ihr sie seht. Mhm. Und angenommen, das ist ein Schwarz-Weiß-Bild, dann könnt ihr in Gedanken sagen, ich möchte das jetzt in Farbe sehen. Mhm. Und dann ist es da. Ja. Oder ihr könnt sagen, ich möchte nicht das Bild, ich möchte Bewegung drin haben, möchte das als einen Film sehen, der abläuft, ja. Diese Wahrnehmung, diese Gedanken. Das ist jetzt ein bisschen viel vielleicht, aber und dann läuft da plötzlich ein Film ab, weil ihr das wollt, weil euer Gedächtnis viel stärker ist, als ihr glaubt. Ja. Selbst die Gedächtnisforschung ist schon sehr weit, aber immer noch in Kinderschuhen. Ja. Und das hat mir unglaublich geholfen, mir die Welt so ein bisschen zu machen, wie sie mir gefällt, ja, so Pippi Langstrumpf-mäßig. Und wer im Problem denkt, der wird ein Problem haben. Ja, definitiv. Das ist ja auch eine Frage der Haltung letzten Endes. Absolut. Wie stehe ich dazu? Du hast ja auch gesagt, dass es ein ganz wichtiger Punkt für dich war. Und glaubst du, oder glaubst du wäre die falsche Frage, inwieweit glaubst du es, gerade wenn es ums Thema Streitsituationen geht, Mediation, Verhandlung, die Haltung der verschiedenen Positionen entscheidend, um am Ende zu einem vernünftigen Ergebnis zu kommen? Also die Haltung vom Mediator definitiv entscheidend. Mhm. Viele Streitparteien sind sich in nach meiner Erfahrung über ihre Haltung oft nicht bewusst. Mhm. Will heißen, die haben nie gelernt, wie geht eine richtige Selbstreflexion, ja. wie lerne ich aus Fehlern, wie lerne ich aus Situationen und so. Mhm. Die wissen das einfach nicht. Das ist ja wie bei den vier Lernstadien in der unbewussten Inkompetenz, ja. Da lebt sich's am geilsten, weil du weißt nicht, dass du was nicht weißt. Richtig. Schmerzfrei. Ja, und meine Aufgabe, ich nenne mich auch manchmal den Vermieser, ja, ja. Ich führe die dann aus dieser unbewussten Inkompetenz in die bewusste Inkompetenz hinein. Ja. Dann sind die oft unzufrieden. Um sie dann zu führen in die bewusste Kompetenz. Also ja. In dieser Lernschritt, der bedarf ja. ein bisschen Zeit. Aber das hat bisher schon immer geklappt. Mhm. Auf verschiedenen Niveaus. Ja. Aber es funktioniert. Und dann kann ich versuchen zu erreichen, dass die Parteien mich verstehen. Mhm. Also meine Haltung verstehen. Ja. Dann können wir anfangen zu arbeiten. Und quasi auch, dass sie mit ihrer Haltung sich deiner Haltung annähern und sich alles dann so ein bisschen einleiten. So ein bisschen angleichen. Ja. Also im Prinzip ist es ja. für die jetzt sich schon mehr mit so Themen befassen, konstruktivistische Sichtweise, die bedeutet, beruht auf Paul Watzlawick unter anderem, jeder Mensch hat in seinem Kopf ein Bild der Welt, wie er die Welt sieht mhm. oder sie. Und das Problem ist nur, jeder Mensch auf der Welt hat das ja. und wir wissen nicht, wie jeder Mensch die Welt sieht. Mhm. Und die Kunst ist, eine Bereitschaft zu entwickeln und zu bekommen, offen zu sein, die Welt im Kopf des anderen verstehen zu wollen und die eigene Welt mit dieser abgleichen zu wollen, mhm. um die Unterschiede zu erkennen, die Missverständnisse verursachen. Ja. Und das ist so, und da will ich hin mit denen. Großartig erklärt. Ich glaube, es ist der eulischste Podcast, den wir bisher hatten. Aber ich finde Sorry. Super. Man sagt ja immer, Klugscheißer mag keiner, außer es ist dein Anwalt. Dann ist es genau richtig. Ja, finde ich sehr, sehr geil. Übrigens, wenn du mehr wissen willst über die vier Level der Kompetenz, schau dir doch einfach mal meinen Videokurs an, Grenzenloser Mut in 30 Tagen. Da gehe ich in einem der Videos auf diese vier Level der Kompetenz ein. Da gehst du einfach mal auf kerim.jetzt, trägst dich ein und ist aktuell sogar gratis. Aber nicht mehr lange, aber ist jetzt noch gratis. Kannst du dir dann da genau auch wissen, was es mit den Level der Kompetenz auf sich hat. Und wenn du nicht weißt, was wir die ganze Zeit mit Eule und Delfin und sonst was meinen, da geh einfach mal zu unserem gemeinsamen Mentor Tobias Beck auf die Webseite. Da gibt's einen Persönlichkeitstest und der sagt dir genau, was du bist, Eule, Delfin, Wal oder Hai. Und dann weißt du auch, wovon wir so hier ist reden. Das. Jawohl. Nur um dann auch den Kreis zu schließen, was die beiden Sachen
angeht. Jetzt haben wir viel über den Mut gesprochen, vernünftig zu kommunizieren und zu verhandeln, den Mut, sich auch ne, der Gegenseite zu öffnen und dessen Standpunkt, dessen Haltung zu sehen zu wollen, dessen Welt, wie er sie wahrnimmt. Und über deinen Mut, Unternehmer zu werden, gab es denn in deinem Leben auch Momente, wo du gar nicht mutig warst? Wo du im Nachhinein gedacht hast, ja, Christian, wärst du mal besser mutig gewesen? Im Prinzip würde ich sagen, am intensivsten nur wirklich dieser Schritt vom Angestellten-Dasein zum Unternehmer. Das heißt, den früher zu gehen, also, oder? Den früher zu gehen, ja. Früher Lösungen zu finden, früher Gespräche zu suchen. Ansonsten halt so Kleinigkeiten. Ich meine, als Basketballschiedsrichter, ich bin jetzt nicht so groß, ich bin 1,78. Wenn du dann halt zwischen zwei Meter 20 Leute mal dazwischen gehen musst, die sich Nase an Nase stehen und die auseinanderschiebst, da musst du auch den Knopf finden, aber das hat dann ganz gut geklappt und das zieht sich so durch mein Leben. Wie gesagt, ich liebe Konflikte. Von anderen. Ja. aber die ja, und da stürze ich mich gerne rein. Auf eine angemessene, kluge Weise, ja. um da einfach dabei zu helfen, wieder sich runterzupegeln. Ja, weil letztlich, was bringt's denn? Nix. Also so ist das. Ansonsten Mut, klar, bei der ersten Freundin oder was weiß ich was, ja, oder beim Flirten ganz viel früher. Dafür hat es auch manchmal Mut gefehlt. Oder beim ersten Seminar, wenn man das erste Training hält, ja, und steht dann da. Und das Setting ist vielleicht nicht so locker, weil verlangt wird Anzug, Krawatte und so. Das ist ja auch teilweise Vorgabe vom Auftraggeber, wie man auftritt. Und wenn es dann zu steif ist, ich habe gern Lockerheit in meinen Seminaren drin. Und aber mit der Zeit und der Routine hilft. Ja. Und Luftballons. Und manchmal auch Luftballons. Ja, tatsächlich. Routine und Luftballons. Du hast gesagt, der Mut gerade so, was diese mutigste Entscheidung, den Schritt ins Unternehmertum anging, das hat sich zu lang rausgezögert. Was sind da, was genau waren da die Trigger, die dich zurückgehalten haben, diese mutige Entscheidung zu treffen? Letztlich die pure Typologie. Ich bin belesen in Topologie und gleichzeitig noch lang am Anfang. Es gibt kein vernünftiges Seminar auf der Welt zum Thema Typologie. Man kann sich akkreditieren lassen für irgendwelche Profile, TMS-Profil, MBTI, also Myers-Briggs Type Indicator oder DISC oder irgendwelche Hüte mit Farben und so Zeug. Am Ende vom Tag sind das irgendwelche Algorithmen, die überraschend präzise sind. Also TMS finde ich absolut Weltklasse als Profil. Und gleichzeitig ist es sehr, sehr schwierig, hinter Typologie zu stecken. Der Tobi macht es sehr, sehr anschaulich und schön mit diesen vier Tieren. Typologie, Persönlichkeitstypen. Persönlichkeitstypen, genau. Wie ticke ich, wenn ich, also im Prinzip ist ja so, wie ticke ich in einer Notsituation, wenn der Verstand ausschaltet und ich wirklich ich bin. Aber was hatten die mit deinem Mut zu tun? Das hat damit was zu tun, dass ich da ein bisschen kluckenartig bin, was das Thema Familie angeht und so. Weil ich einfach, mir ist es sehr, sehr, sehr wichtig, in Kontexten, in denen ich mich bewege, mich nicht als Patriarch zu bewegen oder als jemand, der alleine der Macher ist und der Held, sondern mir ist es einfach halt wichtig, diesen systemischen Blick zu haben. Also wer ist noch in meinem System, auf den ich Rücksicht nehmen muss, damit das System funktioniert. Und das ist eben bei Familie ganz wichtig. Stichwort Zeit. Als Unternehmer habe ich keinen 40-Stunden-Job mehr. Ja. Also wie schaffe ich es, die Zeit für die Familie, für meine Kinder, für meine Frau, aber auch die Zeit für mich außerhalb des Unternehmers, der Rolle des Unternehmers, so hinzubekommen. Und da gibt's halt oft Hemmschuhe. Je mehr ich machen will und Ideen habe, umso mehr kommt das schlechte Gewissen dann raus. Und wenn dann halt auch noch jemand da wäre, was Gott sei Dank nicht der Fall ist, der immer sagt, ach, musst du wieder und hast du wieder und sowas, das macht's halt schwierig. Ja. Und wenn du die nicht hast und Gott sei Dank, dann funktioniert's. Ja? Aber das ist aus dieser Typologie. Und manche Leute sagen einfach, ist mir egal, mache ich einfach. Und die machen einfach und die sind auch erfolgreich. Ja. Aber dann krankt es vielleicht an einer anderen Stelle. Ja. Wo dann wahrscheinlich wieder auch oftmals so die unbewusste Inkompetenz hilft, wenn kein Schmerz da ist, machst du halt einfach mal. So ist das. Ja. Wenn du den zu sehr weißt, dass du in manchen Bereichen noch nichts weißt, dann kann es ja auch hemmen. Ja. Also absolut, manchmal hilft ja auch weniger drüber nachdenken und einfach mal, wir versuchen das jetzt mal. Und dann.
Ja, sicher. Und da kommt die Eule in mir durch, die natürlich das große Aber. Also erstens das macht es definitiv einfacher. Und je weniger auf einen fallen kann bei der Entscheidung, umso eher sage ich, ja, mach's. Ja. Ich würde trotzdem noch mal so ein bisschen noch mal auf ein Hochhaus gehen und auf die Situation gucken, so bildlich gesprochen. Was für Auswirkungen könnte es haben und in welchen Bereichen sollte ich mich trotzdem absichern? Aber den Rest, den mache ich jetzt einfach mal. Ja. Und dann bin ich da absolut dabei, ja klar. Definitiv. Das war doch mega wertvoller Input. Finde ich spannend. Ich habe mich auch sehr auf den Podcast gefreut, weil ich wusste, hier kommt die 99% Eule mit den bunten Socken. Aber es ist ja ein Blickwinkel und ein Blickwinkel, der nicht nur die Eulen abholt, die jetzt auch zuhören oder zuschauen, sondern eben jeden auch mal aus einem anderen Blickwinkel auf verschiedene Problematiken und Themen schauen lässt. Und das finde ich ja sehr, sehr spannend, was ich auch für mich immer spannend finde, um mich selber auch den Persönlichkeitstypen zu nähern, die mir persönlich am fernsten sind. Und das sind eben die Eulen, weil mir das am wenigsten fehlt. Ja, darum hatte ich auch immer so viel Ärger mit meinen Steuerberatern in der Vergangenheit. Mann, das stellen wir jetzt aber ab. So. Aber das ist ein anderes Thema. Letzte Frage und die Abschlussfrage im Lebemutig Live Podcast, vor denen die meisten immer schweißnasse Hände haben, weil es auch die einzige Frage ist, die in jedem Podcast wirklich fällt. Lieber Christian, wenn du keine Angst hättest, sondern grenzenlos mutig wärst, was wäre das Erste, was du sofort tun würdest? Boah. Also die Frage mit der meisten Bedenkzeit immer. Ja, weil es auch echt so schwierig ist, weil ich gerade in einer ich bin gerade sehr, sehr glücklich einfach. Es ist alles sehr anstrengend im Moment und ich bin unglaublich glücklich. Und vielleicht würde ich dafür sorgen, mir in die Zeit, die ich für meine Familie und mich habe, noch intensiver zu leben mit noch besseren Lebensmomenten. Ich habe jetzt ja wirklich sehr, sehr viel in die Tiefe gelernt und ich habe wirklich jetzt über unseren gemeinsamen Freund Tobi Beck das Thema Lebensmomente erstmals aufgegriffen, was ein ganz anderes Thema ist als ein Seminar über irgendwelchen Input. Und das hat mich schon sehr, sehr berührt und ich fand es sehr interessant, da mit Energie zu arbeiten. Ich würde vielleicht mehr machen, indem ich aus mir raus müsste und aber gemeinsam eben mit der Familie. Das was hat dich bisher davon abgehalten? Welche Angst? Die Angst, Geld aus dem Fenster zu schmeißen vielleicht, ja, weil jeder Anfang will aus Eulensicht auch gut überlegt sein und das Thema Verantwortung ist mir sehr wichtig und bla bla bla, ich will jetzt hier nicht die Leute runterziehen. Nein, genau würdest du machen, wenn du grenzenlos mutig wärst? Ich würde die Vernunft ab und zu mal ausschalten, solange ich weiß, dass ich niemandem schade. Gib mir mal ein konkretes Beispiel. Mehr Reisen. Intensive Reisen, Nervenkitzelreisen. Zum Beispiel, was ist so das Erste, was dir da in den Sinn kommt? Fallschirmspringen oder einfach mal so eine Rundreise in den USA. Also für mich ist unvorstellbar, einen Wagen anzumieten und einfach loszufahren. Ja. Ich brauche da Struktur und tralala, vielleicht auch einfach sowas. Einfach mal einen Wagen, das ist doch, Wagen da mieten doch und etwas, zack, raus. Das ist aber auch, ich glaube, ne, genauso das raus aus der Komfortzone. Na klar, raus aus der na klar. Struktur. Da möchte ich dich gerne einladen, wie ich jeden einlade in diesem Podcast, nämlich das zu tun. Und dich auch darauf zu committen, bis wann du es machst. Nämlich einfach mal, ob das durch die USA ist oder durch Südfrankreich, völlig egal, zu sagen, alles klar, ich packe meine Familie ein und miete einen Wagen an oder einen Wohnwagen und wir fahren einfach mal 2, 3, 4 Wochen drauf los. Das ist ja, muss ich mit meinem Partner sprechen. Wenn ich jetzt sehe, wie die Augen anfangen zu leuchten, Schweißperlen. Ja, aber auch wie die Augen anfangen zu leuchten, wenn wir drüber sprechen, da ist so ein ganz großer Drang, das zu machen und so die bisherigen Gewohnheiten und Muster halten einen so ein bisschen davon ab. Von daher möchte ich dir die Chance geben, dich zu committen, zu sagen, alles klar, das ziehe ich durch. Da muss ich meine Frau sprechen. Das ziehen wir bis 2020 durch. Bis wann 2020? Ja, dann muss Sommer sein. Bis Ende August. Wir sind feriengebunden. Dann. Bis Ende August 2020 dann sind wir mal 2 Wochen live unterwegs. Ein Commitment mit Handschlag besiegelt. Meine Frau wird mich drauf festnageln, du. Oh, Mann. Ich hoffe, sie hört den Podcast, wenn ich kriege ihn hier. Also bis Mitte 2020 wird der Wagen gemietet
und dann geht's raus aus der Komfortzone. Müssen wir uns noch fürs Land entscheiden. Sehr jawohl. Gut. Das okay. ist ja, das kriegt ihr hin mit deinem Verhandlungsgeschick, den richtigen Kompromiss zu finden, bei dem am besten beide Seiten gewinnen. Mein lieber Christian, das hat sehr viel Spaß gemacht. Abschließend, wo können unsere Zuschauer, Zuseher dich finden? Wie können sie mit dir Kontakt aufnehmen? Sehr gerne unter www.ihre-mittelstandsberater.de. Das ist, wir sind interdisziplinäre Kanzlei, haben wir ja vorhin festgehalten. Mhm. Und da findet ihr alle Kontaktadressen und Telefonnummern und was weiß ich was. Können wir ja nochmal unten verlinken. Auf jeden Fall packen wir in die Shownotes. Dann hast du ja auch ein schönes Buch geschrieben, nämlich die exzellente Kommunikation im Wirtschaftsleben. Wo kriege ich das? Das gibt's mittlerweile bei Amazon und beim HDS Verlag. Da ist mir wichtig, da bin ich Herausgeber, habe auch ein Kapitel geschrieben und Vorwort und so weiter. Aber da sind ganz grandiose andere Autoren noch damit dabei: Andreas Wienheller, Dennis Kittel, andere. Tobi Beck hat auch einen Gastartikel geschrieben. Es ist wirklich ein sehr wertvolles Buch, sehr praxisnah und gleichzeitig ein bisschen eulig, einfach für die, die in die Tiefe gehen wollen, dass die da auch einfach einen wirklich seriösen Input haben. Ich kann es nur empfehlen. Ich verdiene an dem Buch nichts. Es ist halt einfach ein sehr schönes Buch und war mir ein Herzensprojekt. Und selbst wenn du was dran verdienst, hast du es auch verdient, dafür Werbung zu machen, weil steckt ja Arbeit drin. Ich habe es selber gerade, ist ja gerade erst rausgekommen, ne? Vor letzte Woche. 5 Tagen oder so. Ja. Ich werde es lesen, ich werde berichten, ich freue mich sehr drauf. Und ja, alle weiteren Links und so weiter packen wir in die Shownotes, mein Lieblingswort, seit es Podcasts gibt. Ich sage es immer wieder gerne, Shownotes. Shownotes. Aber für den Felser ein schönes Wort, da kann er schönes SCH, Shownotes. Kann ich meinen Kindern sagen, ich stehe heute in der Shownote. Ganz das ist, kommt genau. Echt gut. Mein lieber Christian, vielen Dank. Sehr und gerne. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Es geht weiter am Montag mit dem nächsten Lebemutig Live-Podcast. Dann zu Gast Speaker und ja immer mehr TV-Star, bekannt aus Die Höhle der Löwen und ganz vielen anderen TV-Formaten, Felix Tönnesen im Lebemutig Live-Podcast. Und wenn du Bock hast, mal mich live zu erleben mit meinem Programm Lebemutig und Gewinne, hast du da auch die Chance zu. Jetzt am Samstag in Stuttgart, 21.07., 22.07. in München. Wir haben noch die allerletzten Resttickets für die beiden Termine. Am 30.09. geht's weiter in Köln mit dem nächsten großen Lebemutig und Gewinne. Tickets findest du unter, blende ich dir auch jetzt ein, lebemutig.jetzt. Und mit dem Gutscheincode Podcast gibt's sogar noch 25% auf alle Ticketkategorien. Ich freue mich sehr, wenn du damit dabei bist. Alle Infos findest du unter lebemutig.jetzt. Christians Link packen wir in die Shownotes und euch dann einen großartigen Donnerstagabend bei 30 Grad. Vielen Dank, schönen Abend. Ich finde, ihr wart großartig. Ich finde, ich war großartig. Aber am großartigsten war Christian Wermke. Vielen Dank. Dankeschön. Wir spielen jetzt Applaus ein. Schönen Abend. Tschüss. Ebenso, schönen Abend.